Willkommen zu meiner neuen Let's Challenge. Ja, ich glaube, es kommt ungefähr hin. Und zwar habe ich eine Flash Challenge, oder mache ich mit. Und das erste Flash Game ist This is the Only Level 3. Und ja, das ist ein bisschen ein komisches Spiel und es ist ein bisschen krank auch. Aber es macht Spaß. Und ich glaube, ich bin ziemlich gut und hoffentlich fliege ich nicht schon raus. Also ich weiß, dass ich nicht rausfliege, weil einer ist schon schlechter, aber trotzdem. Ihr werdet ja sehen, das Zeug ist krank. Jetzt schon mal noch Standard Mode, Yes Race. Das ist übrigens meine Bestzeit bis jetzt. 4 Minuten, 27 Sekunden und 10 Hundertstel. Vielleicht kann ich sie unterbieten. Grey Kuma. Also, fangen wir mal an. Das Tutorial könnt ihr nochmal selber irgendwann lesen, weil ich werde das jetzt einfach überspringen. Ja, es geht darum mit dem... Nein! Okay. Ihr habt nichts gesehen. Ja. Das ist echt viel. Bläh. Viel. So. Okay, fangen wir noch von vorne an. Niemand hat irgendwas gesehen. Also. Da Hebel umlegen. Ganz umlegen. Und da aber... Und dort rühren. Genau so geht das. Aber ich muss jetzt zuerst einmal noch. Barprogramm. Minimieren. Minimieren. Und. Das lasse ich glauben möchte. Okay, so, hoffentlich tut es jetzt. Da ist alles schon vorbereitet. Okay, dann ist er mal weg noch. So. Weiter geht's. Wo bin ich? Hüss? Ah, so. Boing, boing. Wobei ich ein bisschen lag, kann ja nicht schaden. Vor allem mit gewissen. Hi. Das fährt schon mal gut an. Auf halber Höhe. Da links unten steht immer, also steht immer, wie man durchs Level kommt. Es ist immer das gleiche Level, einfach ein bisschen verändert. Zum Beispiel Under the Sea. Yeah, ich schwebe. Und ja, so ist das halt. Na, ja, komm schon. Aber. Nein, aber. Nein. Oh mein Gott, wie stelle ich mich an? Das ist der Vorführeffekt. Es muss der Vorführeffekt sein. Also anders geht's nicht. So, und jetzt kommt schon mal das erste kranke Level, und zwar Shoot the Gates. Oh mein Gott, ich habe einen Hebel und... Ja, ich kann das Ding abschießen. Das ist... krank. Und es wird noch kränker. Und es geht sogar aus dem Spiel raus. Und da muss ich... hoch, naja, aus mir rauswerfen und auf der Hebel. Ach, ja. Also, wer das Spiel gemacht hat, der muss so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf LSD sein oder so. Oder sonst irgendwas. Und jetzt muss ich. Friend. Nein! Friend. Nein! Friend. So. Oh mein Gott, schon eine halbe Minute vorbei. Ich glaube, das wird schlecht einmal. Make the right click. Okay, das schau. Finde ich geil, wie es das gemacht hat. Right click, open gate. Yes, that's right. Hoffentlich sieht man meine Maus. Das ist ein bisschen doof. Naja, egal. Backstage. Und wir sind hinter der Mauer. Oh mein Gott. Also hinter der Wand. So wie. Aber welche Spieler erinnert mich das irgendwie so? Kirby, glaub. Und das magische Garn. Das ist, glaub, da kann man auch so hinter dran rumflitzen. So. Oh, und da muss man vor der Strahle aufpassen, weil die schießen einem ab. Na, komm schon. Ich werde doch noch drüber. Wow. Also, mit anderen Worten, nicht in Strahlen laufen. Wow. Knapp. Rave, Elephant, Rave. Yes.
Okay. Oh, und da bin ich ein bisschen groß, wenn ich gesehen. Scheiß dich leer. Ja, so. You win. But is the level finally done? No, it isn't. Back and forth. Also. Führe, hindere, führe, hindere, führe. Und das Tor hebt sich und man muss es gar nicht so weit auf den Tor bis zu oberst. Man kommt da jetzt schon durch. Wow. Ich glaube, das könnte ein bisschen knapp sein. Naja. Okay, Additional and Subtraction. Das ist ein Level, das ich gedacht habe, könnte ich nicht machen, weil ich einen Laptop habe. Aber ich habe trotzdem da so eine Taste, so Plus-Taste. Also geht's. Weil ich habe kein Numpad und ich habe gedacht, ich hätte keine so Plus-Taste. Aber ich habe eine und das tut. Okay, und das Level, da werde ich wahrscheinlich am meisten Zeit. Nein! Zeit vergüten. So. Das wird nichts, würde ich jetzt mal sagen. Will ich jetzt einfach mal so behaupten. Das wird nicht. Da über. Da über. Und. Boah, ich kann ihn auf Witch gut. Da über. So viel Zeit vergütet. Okay, das ist bis jetzt das schlimmste Level. Also ich glaube, das finde ich das schlimmste Level im ganzen Spiel. Okay, da aber über und da machen wir Buchstaben sammeln. Und zwar in der Reihe noch bläh, B. Ah, ich komme nicht auf, scheiße. B L U E Blue. Ah, und die Regeln von der Challenge sind noch ein Tod ist gleich 5 Sekunden Dings League. Ab zusätzlich noch dazu zur Zeit. Also, am besten nicht sterben. Ist die Devise. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Wahrscheinlich sterbe ich im nächsten Level wieder. Es gibt übrigens auch das Tohu-Level, für alle, die es kennen. Tohu. Ja, genau das. Mann. Mein Gedächtnis. Rennelefant. Boah. Also, weiße kann man nicht. Schwarze töten einem. Also einfach am besten durchrushen am Anfang. Der Tohu Project ist schon gestanden. Open another window. Das ist jetzt einfach eins von den Level, wo aus dem Spiel rausgeht. Ich drücke mal Pause. Jetzt eigentlich ein neues Fenster, aber Tabs gehen auch. Man kopiere den Link. Copy. Man paste den Link. Paste. Mein Handy vibriert, aber das können wir nicht. Aber ich spüre es. Man gehe runter und es erscheine ein Hebel. Nee, so. Ungefähr. Und kting, ups, klicki und es geht weiter. Heiter, heiter, weiter. So. Okay. Ah, Deadly Walls afloat. Also, Türe. Am besten nicht berühren, weil mit Abendrücken geht man durch die Türen. Und weil du da die ganze Zeit musst steuern, so mit Abend und so, du hast am besten die Türen nicht einfach grossräumig umschiffen. Und alle Events sind tödlich. Yay! Das ist auch ein sehr verwirrendes Level. Weil mit der Zeit weiß man nicht, welches, also eigentlich man weiß schon, welches der eigene Elefant ist, aber die anderen, die mithüpfen, verwirren einem trotzdem. Naja, das muss ich jetzt ein paar Mal machen, einfach immer so. Das heißt, das ist auch Multiple Elephantility Disorder. Oh mein Gott, wer kommt auf so ein beknacktes Wort? Ernsthaft. Leute. Ja, ich gewinne. Ja, der Blau ist vorne. Mein Gott, bin ich gut, oh mein Gott. Na, wow, das ist knapp gewesen. Fast werde ich abgekriegt, das passiert halt. Wenn man ins Ziel läuft, drückt man nach rechts und ja, gut. Und sobald man da wieder rauskommt, fliegt man dann auch wieder nach rechts und dann kommt man ab und naja, bombs away. Okay, das ist ein ziemlich fieses Level, das ich lang brauche, bis ich es gecheckt habe. Ne, so. Ja, wir warten jetzt. Blinky, blinky, boom! Ja, so geht das. Das Game ist krank. Did you really think it?
Was sieht was da anders? Okay, Switch. Pipe. You win. Text Adventures. Yeah, gut, die alte Zeit. Switch up. Also, nicht berühren. Und... Durgo. Das ist einfach voll einfach. Okay, Cage Elephant. Das ist auch ganz mieses. So, yeah, wir schaffen es. Oh mein Gott, fuck. Na, ich will los, ich will los, ich will los, ich will los. Ja. Tja, so ein paar Eisenstangen könnt ein Elefant nicht aufhalten. Hey, wir sind noch keinmal gestorben und just Stage. Stage 2 Schwanz. Okay, wir müssen so da ab. Und jetzt boing. 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 Das heißt nicht, du musst High Jump. Boing. Und noch einmal. Boing. Und dann eine Decke vermanschen. So. Schalter. Schalter. Und weiter geht's. Ey, vielleicht schaffe ich es doch dann bitte. Tricky Doors. Was ist das? So. Und da aber. Ja, sogar drüber. Jetzt boing, Tür öffnen. Und wieder geht's. But can you continue on? Pee in the Sky. Okay. Das ist es. Level. Ich kenne zwar jemanden, wo Pi auf 200 Stellen auswendig kann. Kein Joke. 200 Nachkommastellen. Auswendig. Ich kann das aber nicht. Also habe ich es mir schön brav aufgeschrieben da. Und zwar 3,1415926. What? Es hat es nicht angenommen. Oder? Nein, sind sie es nicht angenommen. 9, 2, 6, 5. 9, 2, 6, 5. Oh mein Gott! Das hat mich 19 Sekunden von meinem Leben gekostet, ungefähr. Hello, Mr. Velociraptor. Da ist die beste Strategie, einfach durchrushen. Ich habe mir nochmal 2 Sekunden gebraucht. So, und das Menü. Es ist gestanden Highscore Ward Snake Scores. Loading und da oben, links oben im Scoreboard, hat es ein Snake-Dings. Und jetzt müssen wir einfach so die komische Düdel-Düs sammeln da. 5 um 1 geschafft. Und jetzt kommen wir wieder zurück ins Spiel. Play and continue. Bong. Check. Ja, 720. So, die nächsten 2 Level sind, glaube ich, einfach. Hoffe ich. Hoffe ich, Toni. Möchte ich gern. Miss Play Store. Ja, das ist einfach. Tick. You win. Oh mein Gott. Und das letzte Level. Und das ist sowas für einfach. Wenn man weiß wie. Oh nein, Moment. Das zweite letzte Level. Das könnte noch ein bisschen Zeit kosten. Nicht sterben. Du schaffst das, Michael. Nicht sterben. Ja, braves Elefantli. Wow. Gott. Vielleicht schaffe ich es unter 4 Minuten. Das wäre genial. So, da ab. Ne? Da oben und beam. Ja, ich schaff's unter 4 Minuten. Das ist genial. So. Wow, und nein, andere ist da. Schießt. Ja, komm schon. 344, 60 und kein Mal gestorben. Oh mein Gott. Das ist. Yes, you win. No, we don't have anything awesome to give you. But, maybe we can assign you some random title. Was bekomme ich für eine Note? Was bekomme ich für eine Note? Was bekomme ich für eine Note? Kting! Ey, Fantastic Elephantine Mastodon. Mastodon heißt, glaub, Dickhäuter oder irgend sowas. Ja, submit. Okay. Also, wir sind 1 Minute schneller gewesen, falsch? Also ich könnte es nicht. Von den heutigen Teilnehmern bin ich der 4. Von dieser Woche der 26. Ich bin so stolz auf mich. Da. Falls der... Da. Grey Kuma, Schweiz. Ach, ja. Da ist noch einer. Lenti LP. Ich frage mich, ich weiß es nicht genau, ob der auch bei der mitmacht. Bei der Challenge.
Naja, falls es anschaut, kann er einen Kommentar schreiben oder so, keine Ahnung. Bla bla bluff. Ja, das wär's eigentlich gewesen. Zero Death. 3 Minuten 44 60. Ja, yeah, extras unlocked. Ey. Und mit dem geilen Ey, Fantastic Elephant Time Mastodon verabschiede ich euch. Bis zum nächsten Mal.